Könnte es wahr sein? Das ist kaum zu glauben. Heute ist Schneetag. Super, oder? Eine gute Ausrede, um drin zu bleiben und zu zocken. Ich könnte einen Mitspieler brauchen. Nein, du Narr! Weißt du das nicht? Der Schneetag ist der deprimierendste Tag des Jahres und ich muss unbedingt dabei sein! Dann spielt Brocken eben allein. Ist es richtig glatt, lach ich mich schlapp. Jedermann kämpft mit dem Schnee. Wenn alle jammern, zittern, frieren, lieb ich es zu spazieren. Am Schneetag entspann ich mich am Schneetag. Wie schön, wenn überall Menschen fallen am Schneetag. Oh Mann, was für ein Wetter. Der Winter soll überall ausgebrochen sein. Überall? Na, ich bin mal gespannt, wie Einhorn-Kitty und ihre Lakaien mit all dem schrecklichen Schnee zurück... Nein, nein, nein! Ich aber nicht! Sie haben Spaß? An einem Schneetag? Oh Mann, der ganze flauschige Schnee ist perfekt für deinen Kopf, kleiner Schneemann! Das wird ja immer schlimmer! Boah, das ist der beste Schneemann aller Zeiten! Der ist sogar noch besser als meine anderen Schneemänner! Du wirst die Tage so magisch und wundervoll machen, wenn du nur lebendig wärst. Ich liebe dich so sehr. Ach, jetzt reicht es aber. Irgendetwas fehlt noch. Wo ist denn deine Mohrrübennase hin? Ach, wahrscheinlich muss ich denen ihren Schneetag verderben. Zuerst werde ich mal diesen hässlichen Schneemann zerstören. Ich kann's kaum erwarten, abzuhängen und Schlitten zu fahren, zusammen zu spielen und dann wirst du ein Ball und ich renne. Was ist denn jetzt los? Der Schnee ist festgefroren. Ich stecke fest. Da ist ja die Rübe. Ich hoffe, das macht dich lebendig. Oh, du bist lebendig? Wie krass ist das denn? Du bist sicher lebendig, weil ich dich so liebe. Das ist so toll. Durch dich wird dieser Tag so zauberhaft und wundervoll. Ich werde dich Herr Schneeknopf nennen. Hey, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mir einen Zauberschneemann gewünscht und hier ist er. Wow! Ich weiß, ist das nicht wunderbar? Ich nenne ihn Herr Schneeknopf. Das ist fantastisch, Brüderchen. Er ist so süß. Bemerkenswert. Deine Liebespartikel und Herzwellen sind verschmolzen und haben ihn zum Leben erweckt. Faszinierend. Ha, für einen Schneemann wirkt er ganz schön robust. Hör auf, ich bin kein Schneemann. Ich bin Meister Sternrotzel. Ha, er ist ein Kämpfer. Gefällt mir. Wie toll, Herr Schneeknopf. Das wird der beste Schneetag aller Zeiten. Oh, wie schrecklich. Ich muss hier dringend raus. Der Schneebogenwettbewerb beginnt gleich. Herr Schneeknopf kann doch helfen. Er baut sicher tolle Schneeburgen. Los, komm mit, Kumpel. Die Schneeschlossbrücke ist eine hervorragende Ergänzung. Interessanter Schneeburgturm. Ah, was für eine königliche Flagge. Ausgezeichnete Arbeit, das wird schwer zu schlagen sein. Okay, Leute, wenn wir die beste Schneeburg bauen wollen, muss sie etwas ganz Besonderes sein. Wie gut, dass wir unseren Zauberschneemann haben, richtig, Herr Schneeknopf? Nein, euer Schneetag interessiert mich nicht. Ich will kein Teil davon sein. Niemand! Auf keinen Fall. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ich will nicht dabei sein. No! Ich glaube, er ist dabei. Na dann los, Freunde, auf geht's. Yeah! Ach, wie wunderbar, putzen wir jedes Jahr. Mit Lichterglas das Haus raus. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Einen schönen, schönen Schneetag für dich. Wir sind fast fertig. Was denkst du, Herr Schneeknopf? Das ist wirklich schrecklich. Du hast recht. Irgendetwas fehlt jetzt noch. Du großer Dummbatz. Wow. Aus. Das haben wir für die Schneeburg gebraucht. Da kommt der Punktrichter. Wow, ein wirklich atemberaubendes Kunstwerk. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier raus.